Jetzt gehen wir mal rein und beschäftigen uns wieder mit den Sachen, die Spaß machen. Da muss manchmal ein bisschen so auch mit den negativen Sachen kommen, damit wir wieder klar werden im Kopf. Und dann machen wir als allererstes mal Folgendes. Wir beschäftigen uns damit, wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit dem Kunden über ein Honorar zu sprechen. Das ist das Wichtigste heute überhaupt für Sie. Und die nächste Folie, wenn Sie das verinnerlicht haben, ist es so und so alles total easy. Was würden Sie sagen, Frau Erich? Am Anfang. Merkt man wohl. Immer beim Erstkontakt oder beim Erstgespräch. Ja, das heißt also, ich differenziere, der neue Kunde, den habe ich überhaupt noch nicht gesehen, in dem ersten Kontakt muss ich mit ihm gleich die verschiedenen Wege auseinander dividieren und von ihm ein Okay holen, welchen Weg er denn gerne mitgehen möchte. Und beim Bestandskunden, wo ich noch nie eine Rechnung gestellt habe, ist es für mich das Erstgespräch, wenn ich über eine Situation spreche. Ich komme heute zu Ihnen und sage, wir müssen uns, glaube ich, mal über deine Berufsunfähigkeitsrente unterhalten, weil, wie Sie diese Aufhänger machen, lassen wir alles beiseite. Ja? Sie wissen selber, wie Sie zu den Themen kommen und für diese Themen brauchen Sie dann immer irgendwelche Lösungen. Und das sind häufig Versicherungsprodukte. Das kann sich in der Zukunft sehr stark ändern, weil wenn Sie immer auf vorfinanzierte Kontagen angewiesen sind, kann es durchaus sein, dass Sie leichter andere Empfehlungen geben können, als es in der Vergangenheit war. Gut, also eigentlich immer beim ersten Mal, wo ich etwas initiiere, und da mache ich jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Wer macht denn auch noch Sachversicherungen von Ihnen? Das macht ja nicht immer jeder, aber wer macht noch Sach? Wunderbar. Wenn wir Sachversicherungen komposit machen, dann haben wir auch manchmal noch die Situation, selbst wenn wir es nicht mehr wollen, dass halt einer von unseren Kunden sagt, und mein Auto will ich auch bei dir versichern. Ja, und das ist natürlich der Super-GAU, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Aber nur, weil da halt so wenig bezahlt wird. Wenn Sie die Kontagen verdreifachen könnten, könnte es schon wieder interessant sein. Ja. Und dann ruft der Kunde an und sagt, ah, hab da jetzt neuen Golf für meine Frau, ich brauche da so eine Deckungskarte, hat es früher geheißen. Und dann sagen Sie oder Ihr Mitarbeiter, Moment mal, was haben wir für Daten, bla bla bla, hab schon ausgerechnet, kostet 380 Euro. Ist das für Sie in Ordnung, Herr Bayer? Wenn Sie wollen, schicke ich Ihnen die EVB auf Ihr Handy, dann können Sie das zulassen. Und ich kürze das einfach mal ab. Der Kunde sagt, passt, machen Sie das. Und an dem Punkt mache ich dann Folgendes, dass ich sage, ach, eins noch, kennen Sie den? Colombo. Eins noch. Früher haben Sie die 380 Euro immer direkt ans Versicherungsunternehmen bezahlt. Das ist intransparent und teuer. Heute läuft es ein bisschen anders. Sie kriegen zwei Rechnungen. Eine über 320 Euro von der so und so Gesellschaft. Da können Sie direkt versichern nehmen. Da können Sie alles nehmen. Das ist Ihnen in Zukunft völlig egal. Ja? Und eine zweite über 60 Euro. Von mir oder Sie sagen von der deutschen Verrechnungsstelle, da müssen Sie sich um nichts kümmern, die buchen das genauso ab wie der Kfz-Versicherer auch, wenn Sie nichts dagegen haben. Klack, jetzt habe ich gerade für mein Protokoll sein Einverständnis geholt, dass wir abbuchen dürfen, so einfach geht es nämlich. Und die deutsche Verrechnungsstelle, das machen manche Kollegen, die verteilt dann diese 60 Euro an Spezialisten, die wir haben. Das wird genommen für die Schadenregulierung, das wird eingesetzt für IT und so weiter. Und ich als Vermittler kriege auch was davon. Gut, so machen das manche.
Ja, weil sie aus dem Schussfeld raus wollen, ja, dass sie für ein Telefonat 60 Euro kriegen. Ob man das machen muss, weiß ich nicht. Mir ist das gerade wurscht. Im Maklerunternehmen von meinem Bruder wird einfach gesagt, das kostet 60 Euro. 320 gehen an Versicherer, sie kriegen eine zweite Rechnung von der Verrechnungsstelle über 60 Euro. Das sind die 380, über die wir gesprochen haben. Geben Sie mir Ihre Handynummer her. Ich schicke Ihnen das zu. Protokoll schicke ich Ihnen per Mail. Sache ist erledigt. So, und jetzt wird es ganz interessant. Wie hoch ist denn die Durchschnittsprämie im GDV in der Kfz-Versicherung in Deutschland? Da sind die ganzen S-Klassen mit dabei, ja? Die M5, ja, mit Vollkasko und was weiß ich, wo der Kunde 3.000 Euro für bezahlt. Und natürlich auch die Fiat Pandas. Wie hoch ist die Durchschnittsprämie? 550. Weit gefehlt, knapp unter 300 Euro. Knapp unter 300 Euro. Wenn Sie Ihren Bestand analysieren, werden Sie es auch bestätigt finden. Sie finden in meinem Buch, das glaube ich auch jeder kennt, ein Beispiel. Da haben wir einen Makler analysiert, bei dem im Bestand waren bei 1.751 Kunden 3.000 noch was Verträge. 278 Euro war dem seine Durchschnittsprämie. Und jetzt überlegen Sie mal, was der Kollege hier macht. Der verdient 60 Euro bei einer Prämie von 320 Euro. Ich sage jetzt mal pauschal mit 25% weg. In K, Achtung, meine Herren. Ja, da rennen die Kollegen mit 3 oder 5% rum. Und jetzt halten Sie sich fest, weil die deutsche Verrechnungsstelle macht das nicht nur für eine. Ja. Den Durchschnitt, den wir in Kfz seit 2008 berechnen, jährlich wiederkehren für Ihre Kollegen, ist 88,34 Euro. Da gibt es Kollegen, die sagen, naja, ist doch wurscht. Bei der Prämie von 2.500 Euro kann ich da 200 Euro Honorar nehmen. Außerdem ist das der Kunde, der alle halbe Jahr eine andere Karre fährt. Der macht richtig Arbeit. Und der Kunde guckt, 2.700, und mache ich. Interessiert den nicht. Den Kunden interessiert Gesamtbelastung, ja, und wie das Ding heißt und wie es sich zusammensetzt und ob das jetzt ein Direktversicherer ist oder ein Maklerversicherer, ein Serviceversicherer, ein Versicherer mit einer Ausschließlichkeitsorganisation. Das versteht doch gar kein Kunde. Der weiß doch das gar nicht. Und deswegen zeigt sich hier auch ganz was Interessantes. Man hat 2008 an für sich gedacht, und da konnten wir auch noch keine Erfahrungswerte vorweisen. Wenn wir hier jetzt Direktversicherer einsetzen, dann werden ziemlich viele von den Kunden nach ein, zwei Jahren einfach das Honorar nicht mehr bezahlen, weil die sind ja dann bei der Hoch24. Was brauchen die denn sie noch? Ist nicht passiert. Jetzt. In der Retrospektive wird es auch klar, die Kunden können nicht differenzieren zwischen Hook-Beamten, Hook-24, zwischen Serviceversicherer und Maklerversicherer. Die kennen Namen, ja, Allianz, Nürnberger, ja, das wissen die. Aber die wissen nicht, dass die Nürnberger eine Tochter hat, die Garanta heißt und das dafür billiger ist, wissen die nicht. Und wenn die einfach bei Ihnen versichert sind, dann sind die bei Ihnen versichert. Dass da auf einem versichert draufsteht, ist völlig wurscht. Und deswegen ist da kein Abrieb passiert, obwohl die Direktversicherer die Kunden ja tatsächlich teilweise akquirieren. Also die kommen dann mit dem Kram und sagen, Frau Erich, die haben mir da was geschrieben, was mache ich denn damit? Ja, ich habe eine Frage, 320, das ist also dann wäre der Tarifbetrag. Und die weiteren 60 ist dann meine Kalkulation oder wie? Genau. Ja, und die K, aber die 60 können ja vielleicht so, jetzt, das ist so ein, etwas Konkurrenzprobleme geben könnte, wenn ich es einfach so Pi mal Daumen etwas draufschlage. Oder haben Sie das könnte, anders kalkuliert? Das könnte durchaus sein. Könnte sein, ja. Das könnte durchaus sein. Wissen Sie, der Unterschied zum klassischen Kortagemodell ist halt der, wenn Sie im Kortagemodell festhängen, ja, und sagen, Aktie fix, wir brauchen jetzt eine 10 Euro günstigere Prämie, dann brauchen Sie Rabattierungskompetenzen vom Versicherer. Und dann gehen Sie her und sagen, okay, jetzt machen wir 370. Ja? Das brauchen Sie jetzt glaube ich nicht, weil dann machen Sie nur 50 Euro. Mit 50 Euro liegen Sie immer noch oberhalb dessen, was Sie normalerweise kriegen. Jetzt gibt es aber noch eine ganz andere Stellschraube. Sie sagen, na, ich will 10 Euro mehr verdienen.
Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie einfach ein super Standing haben, einen extra klasse preiswerten Tarif von dem Versicherer bekommen, obwohl Sie 10% in der Tasche kriegen. Ja? Ja, dann müssen Sie halt, wenn Sie 10 Euro mehr verdienen wollen, dem Kunden erklären, dass er 480 Euro zu zahlen hat. Schwieriger, glaube ich. Sie müssen immer das Zehnfache an Prämie verkaufen, und da sind wir wirklich bei Verkaufen, ne? Damit Sie 10 Euro mehr haben. Insofern, es kann durchaus sein, dass die 60 Euro Sie aus dem Markt drängen, weil es zu viel ist. Das ist aber dann nicht der Fall, sage ich Ihnen klipp und klar, wenn Sie schlicht Ihr Trixi, Ihr, was weiß ich, wie die Kfz-Tarifierungsprogramme heißen, aufmachen und von einem vordefinierten Versicherungsschutz, ja, weil Qualität ist das Wichtigste, das ist keine Frage, aber von einem vordefinierten Versicherungsschutz dann immer den nehmen, der vorne dran steht. Erster, zweiter, dritter, Sparkassendirekt, GA direkt, HUK24, was weiß ich, diese ganzen Typen, mit denen jetzt Sie eigentlich nie was zu tun haben wollten. Ja? Gehen Sie auf Inno24, da gibt es kostenlose Vergleichsrechner, da können Sie online den beiden Direktversicherer abschließen. Und wenn Sie wollen, können Sie genau dort sogar auch noch eingeben, mein Honorar beträgt 70 Euro, der Hilfpreis soll es holen. Das ist in einem Prozess. Das geht bei Procheck24 im Übrigen auch. Ja? Also die zum Beispiel, die sind schon darauf vorbereitet, dass sie kommen, weil immer mehr Makler dort Geschäft eindecken. Und wenn Sie natürlich dann nur so super preiswerte Versicherer haben, dann wird dieses Risiko, das Sie gerade beschrieben haben, geringer. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie bloß, weil Sie jetzt Honorare in Rechnung stellen, immer der Sieger sind und immer der Beste und immer. Das sind Sie heute nicht, das werden Sie auch in Zukunft nicht sein. Aber Ihre Möglichkeiten sind besser.